Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben schönen Menschen, heute mal wieder mit einem regionalen Thema. Und die Seite Was los in hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir die nicht alleine antun kann, muss ich euch wieder mit reinziehen. Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo rausarbeitet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus, einen Brückenkanal, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ich meine Comics einmal geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: Fachkräfte aus Kasachstan besuchen Autismuswerkstatt in Haren-Emmeln. Autismuswerkstatt? Ich möchte dieses W-Wort eigentlich nie wieder hören. Eigentlich nie wieder. Aber, wo wir schon beim genauen Gegenteil sind, es wird nächstes Jahr ganz bestimmt eine weitere Mermaid-Geschichte dabei rauskommen. Und falls dieser YouTube-Kanal nicht mehr existieren sollte, dann schreibe ich künftig Fanfictions. Ganz einfach. Und dann gibt es halt dort diese Mermaid-Geschichten. Alles klar. Aber heute gibt es natürlich das letzte Bild von dem diesjährigen Mermaid, denn ab morgen geht es wieder mit den Exit Allstars weiter. So viel dazu. Dieser Artikel stammt von Fabian Brandt unter dem Hashtag Meppen. Und das liegt ja auch in Meppen. Fuck mich lang drum rum. Los geht's. Meppen, Haren. Die Autismuswerkstatt in Haren-Emmeln empfing kürzlich eine Delegation des Bundesverbandes Autismus Deutschland e.V., begleitet von kasachischen Fachkräften. Bundesverband Autismus Deutschland e.V. Da kann ich mir schon vorstellen, wer mit dabei war, nämlich Maria Kaminski, die Vorsitzende des Vereins. Und ebenfalls mit dabei der Fachreferent des Vereins, Fabian Diekmann. Weiter geht's. Die Mitarbeitenden einer NGO in Kasachstan, die sich auf die Therapie von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung, kurz AS, spezialisiert haben, wollten sich mit der Unterstützung von Autismus Deutschland e.V. insbesondere über die Möglichkeiten der Arbeitsförderung und Integration für Menschen mit Autismus informieren. Oder wie dieser Satz richtig heißen sollte: Die Mitarbeitenden einer NGO in Kasachstan, die sich auf die Therapie von Menschen im Autismus-Spektrum spezialisiert haben, wollten sich mit der Unterstützung von Autismus Deutschland e.V. insbesondere über die Möglichkeiten der Arbeitsförderung und Integration für Menschen im Autismus-Spektrum informieren. Und da bin ich mal gespannt, was es da so alles zum Informieren gab. Der Artikel ist ja noch lang genug. Naja. So lang kann man nicht unbedingt sagen, aber gucken wir mal, ob wir dieses Video mit den Nachtgedanken beenden werden oder nicht. Gucken wir mal. Auf der Rundreise durch verschiedene Einrichtungen in ganz Deutschland durfte auch die Autismuswerkstatt auf Gut Kellerberg nicht fehlen. Die Autismuswerkstatt auf Gut Kellerberg. Ja, das Foto, was ich euch leider nicht zeigen kann, das sieht halt nach einem schönen Ferienhaus aus. Aber so richtig schön. Und zum Gut Kellerberg gibt es anscheinend keine Bewertung. Na gut. Also da gibt es zum Beispiel das Hotel am Kellerberg. Aber das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Steht übrigens Jena drauf. Aber genug davon. Ich schau mal nach, wie es jetzt... Bruder. Und jetzt spinnt meine Maus wieder.
Und dabei habe ich vor nicht allzu langer Zeit mir Neues geholt. Bruder. Weiter geht's, komm. Die Autismuswerkstatt wird in enger Kooperation von Vitus und der Autismustherapie Weser Ems GmbH in Klammern AWE betrieben und ist ein in Deutschland einzigartiges Angebot. Eine Autismuswerkstatt soll einzigartig sein. Aber um welches einzigartige Angebot sprechen wir denn genauer? Ich meine, für uns Menschen im Autismus-Spektrum gibt es ja nur den einen richtigen Arbeitsmarkt, nämlich die erste. Und vor allen Dingen Vollzeitjobs brauchen wir, damit wir überhaupt was zu überleben haben. Alles andere wäre zu riskant in der heutigen Zeit. Weiter geht's. Die Gruppe rund um Maria Kaminski, Vorsitzende von Autismus Deutschland e.V. und Fachreferent Fabian Diekmann, konnte sich vor Ort ein Bild der individuell auf die Bedürfnisse der Beschäftigten zugestellten Arbeits- und Förderangebote machen. Vertreterinnen und Vertreter der AWE und von Vitus stellten ausführlich die autismusspezifische pädagogische Ausrichtung der Werkstatt vor, durch die die Beschäftigten in ihren kommunikativen und sozialen Fähigkeiten gestärkt, ihre Flexibilität und Selbstständigkeit verbessert und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden sollen. Na, das finde ich schon mal ein sehr gutes Konzept. Jetzt macht es bitte nicht kaputt. Wir haben ja noch zwei kleine Abschnitte noch. Umgesetzt wird das Konzept vor Ort durch ein interdisziplinäres Team aus Pädagoginnen, Erziehern und Heilerziehungspflegekräften. Auch schön. Und weiter. Gefördert werden durch das Angebot Menschen innerhalb des Autismus-Spektrums, für die eine berufliche Qualifizierung und Teilhabe am Arbeitsleben im regulären Werkstattbetrieb nicht oder nur sehr begrenzt möglich wäre. Okay, jetzt habt ihr es kaputt gemacht. Regulären Werkstattbetrieb. Erster Arbeitsmarkt, nicht der zweite Arbeitsmarkt. Meine Güte, jetzt habt ihr alles kaputt gemacht, was ihr so preisgegeben habt. Nee, du. Und das im Jahr 2024. Ich raste aus. Aber dazu kommt es ja jetzt nicht mehr. Wir haben noch einen kleinen Abschnitt noch. Die Delegation aus Kasachstan saugte alle Informationen förmlich auf und dokumentierte die eingesetzten Methoden und Fördermöglichkeiten per Video. Und dieses Video werden wir wahrscheinlich auf YouTube zu sehen kriegen oder demnächst auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Schauen wir mal. Das Interesse, von einem etablierten Angebot zu lernen, war spürbar groß. Naja, bei einem Foto aus, sagen wir mal, 13 Leuten kann man von groß nicht unbedingt sprechen. Denn 13 Leute sind ein Dutzend plus 1. Was soll ich dazu sagen, Leute? Kaum hat man im fast dem gesamten Artikel alles schön gepriesen, alles schön beschrieben. Und dann hieß es regulärer Werkstattbetrieb. Und schon war alles wieder dahin. So schnell können Stimmung kippen, Leute. Nicht nur eure, sondern auch meine. Und ich kann mir ja auch schon vorstellen, dass ihr jetzt wütend auf diesen Artikel seid. Das verstehe ich vollkommen. Und jetzt meine Frage an euch. Was haltet ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und jetzt kommen wir zu den Nachgedanken. Wir lesen heute zum dritten Mal aus dem Buch von Birka Sedin Ich will kein in mich mehr sein oder Botschaften aus einem autistischen Kerker. Du sollst dir nicht fast keine Ruhe gönnen. Tatsache ist, du bist sehr arbeitsam. Es ist wirklich zum Platzen,
so arbeitsam bist du, ist doch schlimm, wie du immer reinhaust, so sagen wir, wie ein Arbeitstier, etwas sesshafter sein, suche den Cursor, der arbeitet so sinnvoll, dass ich mich wundere, wie er funktioniert, es interessiert mich, wie er arbeitet. 18. Dezember 1990. Werden wir wegen unserer Sünden verdammt werden? Ich glaube, dass der Glaube in Ordnung ist, wie du es sagst, dass es einen Gott geben muss, der uns alle erachtet, sehr wertvoll zu sein. Wer aber rettet mein Wesen, tritt diese Erlösung erst nach dem Tode ein? Wer werden wir sein nach der Auferstehung? Es bringt mir solchen Spaß zu schreiben. Ich habe so viele Fragen. 19. Dezember 1990. Als ich reden wollte, da redeten total, sagen wir, wesentliche Erkenntnisse sehr deutlich aus mir. Es waren Erkenntnisse über die Welt und die Erde. Es sind dies Dinge, die ich erst, sagen wir, später sagen werde, wenn ein guter Tag da ist. Es redet, sagen wir, sogar ein anderer Geist etwas zu mir. 22. Dezember 1990. Ich will es tatsächlich, dass ihr wisst, wie es da innen in autistischen Kindern aussieht, ohne das Schreiben zu tangieren, haben wir, sagen wir, solche Angst, die ohnegleichen ist. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, in einem Sozialsystem zu leben, das dich auf immer für verrückt erklärt? Es ist die Inkarnation solcher Auswüchse elementarer Bösigkeit, dass es keine Beschreibung gibt aus der Erkenntnis solcher Auswüchse, sehen wir, dass unser System nicht stimmen kann. Ich will, dass jeder weiß, dass autistische Kinder nicht dumm sind, wie es oft angenommen wird. Ich bin ohne Schreiben kein richtiger Mensch, denn es ist die einzige Ausdrucksweise, die ich habe. Es ist außerdem der einzige Weg zu zeigen, wie ich denke. Dies tue ich auch, aber es ist noch sehr schwer, fast eine Strapaze, finde ich. 23. Dezember 1990. Ich will etwas, was ich einfach aus keinem Wesen in dieser Welt erfahren kann. Ich platze vor Unruhe und Ungeduld. Ich will so gerne aus meinem isolierten Leben herausfinden, aus dekadenten Verhaltensweisen, in die ich mich einpanzere. Ich erfahre nur Frustration, Tage in, Tag aus, ohne Hoffnung auf unser Leben, das aus dieser Ausweglosigkeit, Isolierung einfach aufgehoben oder ausradiert werden. Kann nicht aus zentnerschweren Ernsten, sagen wir, Isolierungstatsachen ein sogenanntes kleines Problemchen machen. Tatsache ist, dass es technisch nicht machbar ist, fast erfolglos bleiben muss. 25. Dezember 1990. Ich staune, wessen Geduld aber größer ist, deine oder die von einem Computer. Die vom Computer ist doch unaufrichtig, ganz fast ehrlich dagegen. Die von dir Tatsache ist, ich konnte mit fast 5 Jahren auch schon schreiben und sogar rechnen, aber es hat niemand gemerkt, weil ich so chaotisch war. Aber das war ich einfach aus Angst vor den Menschen, gerade weil ich unfähig war zu reden, fiel mir das Lesen so leicht. Darum suchte ich aus den, sagen wir, wichtigen Büchern alles, was ich finden konnte. Die Bücher standen alle in diesem sogenannten Zimmer, im, sagen wir, Arbeitszimmer in Kreuzberg, aber später waren es auch Bücher aus dem Arbeitszimmer in reichlich richtigen Wohnungen, wo wir wohnten. Heute arbeite ich mir alles von selbst. 26. Dezember 1990. Madrid ist die Hauptstadt von Portugal. 2 Sternchen. Hauptstadt von Tansania ist Suriname. Das 1. Sternchen. Auf die Frage seiner Eltern, was er denn in den stummen Jahren alles gelesen habe, hatte Bürger auf der Schreibmaschine geantwortet, dass er beispielsweise alle Hauptstädte wisse. Nach diesen beiden falschen Antworten packte ihn der Ehrgeiz. An den folgenden Tagen beantwortete er die Fragen nach den Hauptstädten fehlerfrei. Einige dieser Antworten sind im vorliegenden Text mit abgedruckt. Die Tatsache, dass ich keine Hauptstadt mehr nenne, bedeutet, dass ich es erst lernen muss, Fragen gründlich zu antworten. Kein Schüler dürfte so antworten. Ich würde gern in eine richtige Schule gehen und wie andere Kinder lernen. Erst werden wir ewige sogenannte satirische Personen sein. Da wird man merken, dass ich auch klug bin
und alles kann, was gefordert wird. Jetzt zage ich noch immer oft ein wenig herum, aber in der Schule ist das ganz was anderes. Da werde ich so wie alle Kinder mich benehmen und auch lernen. Ich würde dann auch lernen, wie man sich Personen gegenüber verhält, die es tatsächlich autistischen Aufregungen, Tatsache einsam Heranwachsenden austreiben, eine Hoffnung zu behaupten. Richtig ist, dass es keine dummen Autisten gibt. Ohne Hoffnung gibt es keinen Ausweg. Ist doch klar. 28. Dezember 1990. Lissabon, Madrid. Dar es Salaam, Paramaribo. Ja, ich freue mich. Ich sehe die Angelegenheit mit der Schule doch sehr lachhaft an. Denn ich unruhiger Geist zeige ja keine sichtbaren Einsichten. Passiert auch ein Wunder, sagen wir, dieser unruhige Geist würde ruhiger, artikulierte sich genauer, dass alle ihn inhaltlich verstehen, so wie Sprechende einander ohne Probleme verstehen. Dann wäre es doch Tatsache zu schwer für mich, doch ich habe die Hoffnung doch nicht ganz aufgegeben. 29. Dezember 1990. Ich möchte nicht rechnen, weil ich zu groß bin, groß und klug und behindert. Ich bin ein trauriger Fall. In der Klinik, ein Sternchen, haben Sie mich festgebunden durch die Nacht? Habt ihr denn nicht jeden Tag zu mir gekommen? Mit Freude? Jedenfalls will ich nicht behindert sein. 7. Januar 1991. Tirana, keine Ahnung, Andorra, Delville. Ich kann doch alle Städte. Lass mich in Ruhe, Sophia. Ich will heute so gern erzählen, wie es in dem Schulhort ist zu Tonukohas. Ich will das Wort lassen. Es bedeutet, rege dich nicht auf, in der ohne Zusatzsprache. Es ist eine Sprache für alle sogenannten Doofen. Ich habe sie erfunden. Zu dieser Sprache gibt es auch eine persönliche Grammatik. Ryokea ist also, die Zopfhaare sind lang. Heute war ich traurig, denn es wollte mit Achim noch nicht einmal klappen mit dem Schreiben. 2 Sternchen. Ich bin wahrscheinlich zu unsicher. Immer wo es richtig ernst ist, du rastest erst aus, wenn wirksame Wege aussichtslos sind. Du kommst erst wie eine rasende Furie auf Oasen zu, wenn ich total erregt bin. Es ist doch schrecklich, gestern Abend habe ich erstmalig so mit Dankwart geschrieben, wie mit dir, das war ganz wunderschön. 8. Januar 1991. 1. Sternchen. Bürger meint sein Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Wiesengrund. Verglich Kapitel Bürger das Verstummen. 2 Sternchen. Die gestützte Kommunikation funktionierte bei Bürger anfangs nur mit seinen Eltern und seinem Einzelfallhelfer Tycho Nickel. Mit dem Hortbetreuer Achim schrieb er lediglich ein paar vereinzelte Wörter. Gute Nacht.